Leute, willkommen zu einer neuen Folge Tropico 4. Wir haben in der letzten Folge das Tutorial gespielt und spielen jetzt so die richtige Kampagne. Was für ein Höllenloch. Sollen wir uns das angucken? Aber zumindest gehört es mir. Aufstieg. Santa Clara. Nice, wir können unseren... Können wir unseren eigenen... Wollen wir eine Frau spielen? Nee, wir spielen mal. Angeberfreizeit. Wenn dann Admiral. Südländisch. Kopfbedeckung. Landsmann. Kommunist. Gangster. Bowler. Pirat. Castro. Che. Majestät, alles klar. Kommunist? Nee, Kommunist ist doof. Gangster ist auch, Bowler ist auch nicht so tricky, Pirat, Castro. Nehmen wir General. Frisur, wir lassen ihn mit Glatze. Accessoires, Pfeife, Zigarette. Cooler Typ, Sonnenbrille. Ja, wir nehmen, wenn dann die Zigarre. Wollen wir ihm Bart machen? Ne, wir lassen ihn ohne Bart. Schnurrbart? Achso, Schnurrbart. Gott. Ja, so sieht das Ganze okay vor. Ja, der Name passt. Okay, gut. Aufstieg danach. Gut, das lassen wir. Aktivist. Alkoholiker. Feigling. Finanzgenie. Ist auch lustig. Großer Schleimer. Geselligkeit. Gelehrte. Militanter Patriot. Kleptomane. Alles klar. Nehmen wir noch Gelehrte. Nein! Unbestechlich ist auch geil. Ja, machen wir so. Escape zum Überspringen. Okay. Hallo, Schritt mein 1, Freund. Nahrung. Schritt 2, kommen Sie gut zurecht auf Jo? Ihrer neuen Insel? Okay, heißt also, wir müssen zuerst die Nahrungsversorgung herstellen, würde ich mal schätzen. Willkommen, Sie mindestens Präsident. Zwei Farmen, um ich bin es. Menschen zu versorgen. Ja, das dürfte bestimmt nicht schwer sein. Gucken wir so ein bisschen von oben drauf, ist besser. So, Farmen sollen wir als erstes bauen. Nahrung und Rohstoffe. Warum sieht das jetzt so komisch aus? So. Bauen wir da eine hin? Ich würde sagen, direkt eine dahinter, oder? Die haben erstmal höchste Priorität. Machen wir da 10. Und da auch 10. Dann können wir nämlich besser damit umgehen. Was ist das? Ein Baubüro. Aktive Projekte. Keine. Können wir da... Keine. Was ist das? Arbeiter, Löhne... Hier können wir auch ein bisschen hochstecken. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn man da... Lebenszeit. Was ist das? Hafen, Arbeiter. Okay, Baubüro.
Können die jetzt nicht dafür arbeiten? Bauen sie zwei Farmen. Können wir die Leute... Aha. Können wir die nicht hinzufügen? Als Bau... Ah. Jetzt aktive Projekte. Das dauert immer ein bisschen. Sehr schön. Wer necesita? Arbeiten dort zwei Personen und da kommen, glaube ich, Rohstoffe jetzt an, damit sie es bauen. Ah, sehr schön, ist doch schön. Da arbeitet schon eine Person, da arbeiten zwei Personen, das ist schon mal sehr gut. So, das ist jetzt Mais, was dort angebaut wird. Die andere müsste auch Mais sein, dann bauen wir ja, dann lassen wir hier Bananen anbauen, oder? Oder was gibt's noch? Papaya. Machen wir Kaffee. So. So, dann die zweite ist auch gleich fertig. Ich glaube, dann sollten wir erstmal Unterkünfte bauen. Häuser. Bauen wir erstmal Miethäuser? Also große Wohngebäude mit geringer Wohnqualität. Ein billiges Gebäude etwas besser als eine Hütte, Baracken verursachen keine Unterhaltskosten, bringen aber auch keine Miete ein. Ah, okay, gut. Wir wollen ja auch ein bisschen ein kleines Haus mit angenehmem Komfort. Nehmen wir kleine Landhäuser, würde ich mal schätzen, so. Haben wir gerade die eine Hütte da weggemacht? Lol. Das müsste erstmal so auf Anhieb reichen. Bauen. Da baut bloß eine Person, das ist nicht schlimm. Da bauen wieder zwei, da eine. Da baut gar keine. Gut gemacht, Präsident. Die Menschen verlassen die sich Farmen jedoch sind darauf, fertig, dass die Nahrung und werden bald die Bürger ernähren. Mit steigender Bevölkerung in Santa Clara sollten sie weitere Farmen errichten als. Faustregel gilt, ein neuer Hof für 50. Okay. Präsidente, ich heiße Antonio 10.000. Lopez. Exportieren Sie 500 Kapitalisten. Einheiten Tabak. Ich schlage vor, Sie bauen ein, zwei weitere Farmen und befehlen den Arbeitern Tabakarbeitsweisen. Okay, gibt 10.000. Müssen wir erstmal nochmal gucken hier. Farm. Ja gut, sagen wir den allgemein jetzt erstmal so schon, dass die Tabak bauen sollen. Was? Präsident, Sie sollten vier Priester auf der Insel haben. Und spreche für die einen gläubigen neuen, Bürger eine neue dieser Kirche Insel. Bauen. Okay, gut. Okay, erstmal bauen wir neue Farmen. Der Mann kam vorher und hat gemeint. Ach, die stehen komplett anders, merke ich gerade so. Oder kann das sein, dass die größer sind? Warum sind die größer? Was habe ich da gebaut? Abbrechen. Hey, warum? Quatsch. Warum sieht das jetzt so komisch aus? Überschneiden sich ein bisschen. Setzen wir das hier erstmal als höchste Baupriorität.
Dann Infrastruktur sollten wir vielleicht ein bisschen Straßen hinzufügen. Dass da wenigstens die Leute zu ihren Farmen kommen. So, ja, das machen wir erstmal weiterhin nur schnell. Das sollten wir vielleicht ein bisschen aufstocken. Was sind das für Personen? Ach, das sind Bauern. Setzen wir die Qualität erstmal auf 5 hoch. Und dann können wir auch im Endeffekt mehr Geld auch von den Leuten, glaube ich, verlangen, wenn die Qualität höher ist. So, überall wird erstmal Tabak. Oh, wir haben Finanzhilfe bekommen. Nice. So, der eine, der Priester wollte, dass wir... Warte mal, das ist Palast. Wir haben noch gar kein Regierungsgebäude. Polizei, Ministerium. Bau zurzeit nicht verfügbar. Punitimo hat die Baupläne verloren. Innenministerium können wir also noch nicht. Arsenal, Militärbasis. Alles klar. Unterhaltung. Nee, Unterhaltung ist das nicht. Wo ist denn das? Infrastruktur? Wo war denn das nochmal? Da. Die Kirche setzen wir hier hinten mal hin. Dann sollten wir da aber auch Straßen hinzu. Machen wir hier so ein kleines... Alles klar, hier, perfekt. Die Straßen sind echt krank. Da können wir eigentlich noch Wahrzeichen und Schönheit. Können wir da eigentlich zum Brunnen? Damit das ein bisschen schöner aussieht. Warte mal, wir können ja auch ranzoomen, ne? Waren das Bänke? Aha. Sehr interessant. Attraktion, Tourismus. Bauplan, alles so Baupläne erforderlich und so. Das kostet dann dementsprechend Fuhrpark, Baubüro, Parkhaus, Mülldeponie. Oh lol, stopp, erstmal weiter rausholen. Ein Schiff hat angelegt, ein neuer Einwanderer für Tropico. Keine Mieter? Warum hat das keine Mieter? Gut, was ist das? Das ist ein Baubüro. Aktive Projekte, Landhaus und Kirche. Die Kirche hat erstmal oberste Priorität. Klinik, eine Bank, eine Zollamt, Wetterstation, das brauchen wir alles noch nicht. Wir brauchen erstmal so Dinge für moderne Kunst. Wir brauchen erstmal so Dinge, wo wir auch Geld, so gesagt, wieder reinkriegen. Setzen wir das dann auch auf die... Setzen wir das auch hoch wieder. Wieso haben wir keine Mieter?
Naja, gut, bauen wir erstmal wieder ein paar Farmen. Was? Ihnen geht das Geld aus, amigo. Sie sollten vorsichtig sein. Ich gebe Ihnen, um Schulden zu entkommen. Ja gut. Wurden aus der Staatskasse hinzugefügt. Mir geht's nicht gut, Presidente. Irgendein Bacillus hat die Insel befallen. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Was meinten Sie? Die Insel braucht mehr Ärzte. Okay, Klinikum müssen wir jetzt bauen. Klinikum bauen wir am besten ein bisschen abseits von der Stadt. Bauen wir hier hinten am besten hin. Bauen wir die da am besten erstmal hin. Verbessern Sie Gesundheitswesen. Was macht diese komische Sonne? Was geht ab, Präsidente? Lust auf eine Wette? So als frisch gebackener Inseleigentümer? Einem Fischereiwettbewerb. Ich wette, Sie können keine. Okay, nehmen wir an. Wir sind aber schon wieder. Können wir die hier irgendwo bauen? Präsidente, ich heiße Antonio Lopez und bin Lobbyist für die Fraktion jo, der Kapitalisten. Jo, das habe ich ja verstanden. Klinikum aufbauen und so. Was geht ab? So. In weniger als einem Monat. So. Aber wie können wir diese Überlagerung, Rohstoffe, natürlich. Medizinische Einrichtungen müssen her, Genosse Präsidente. Das Volk. Ja, sind doch hier schon. Höchste Priorität erstmal. Aber wie können wir, ist die Frage. Präsidente, wir brauchen Ärzte für das Gesundheitswesen der Insel. Ja, Ärzte brauchen Hochschule. Wie kann ich aber die Ärzte rekrutieren, sag ich ja. So. Besucher. Okay, jetzt sind wir mittlerweile wieder etwas im Plus. Ja, ich habe alles immer auf 3 zu stehen. So, rekrutieren Sie Ärzte. Macht er das automatisch? Buona tarde. Was ist das? LKW-Fahrer, Gehalt $10. Es wird gar nicht weitergebaut erstmal. Ist auch nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, wie wir dieses exportieren. Was geht ab? Müssen wir dazu noch irgendwie ein Transportunternehmen oder so bauen? Zoll am Bank, Einkaufszentrum, Börse. Infrastruktur, Hafen, Kraftwerk, Umspannwerk abreißen. Bildung und Medien, Oberschule. Wir könnten Schulen bauen.
Bauen wir da eine Schule? Haben auch relativ hohe. So, jetzt haben wir eine Oberschule gebaut. Jetzt müssen wir bloß noch eine Grundschule bauen. Wo ist vorne, wo ist hinten? Da war es doch gerade eben. So. Schon wieder kein Geld mehr? Ha, ja, Mensch. Man muss doch hier die Leute ein bisschen fördern auch. So. Ärzte rekrutiert sind 3 von 4. Okay, gut. Ein Schiff hat angelegt. 4 neue. Oh Gott, so viele neue Bewohner. Sehr schön. 4 neue Ziele erreicht, wurde aufgestockt, 25 wurden auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen, Schiffe exportiert Güter, Ziel erreicht, okay gut, 7800, aber wie können wir dieses, Was geht ab, Präsident? Gesundheitswesen, gut, Tabak, ah, das exportiert Präsidente, offensichtlich automatisch, okay gut. Gut, aber das war's jetzt auch mit der ersten Folge aus der Kampagne. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge von Tropico 4 wieder. Haut rein, bis dann, ciao.